Ich freue mich auf den nächsten Vortrag. Professor Wolfgang Huber, vielen von Ihnen bekannt, wie ein bunter Hund spätestens seit den Holzschutzmittelprozessen von Frankfurt. Das war so sein Einstieg, wo er sozusagen sich für die Umweltmedizin eingebracht hat. Und ja, ich glaube, es gibt keinen Besseren, der über diese Thematik uns berichten kann. Ja, lieber Volker, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich ist es so ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen, weil ja die Frage der Pestizide sozusagen der Beginn eines eigenständigen Faches war und einer eigenständigen Bewegung. Und wenn wir heute über Pestizide und Pyrethroide reden, dann ist da natürlich Ihnen, davon gehe ich aus, sehr viel bekannt. Und trotzdem ist es natürlich ein Thema, mit dem wir immer wieder aktuell zu tun haben, und das möchte ich kurz aufzeigen. Das ist Ladenburg in Heidelberg, also aus dem Süden Deutschlands, die Römer waren da noch da, und das heißt Wach in die Zukunft. Und wenn ich die Frage der Referenzwerte, ich habe auf ein Buch von Herrn Neubauer zurückgegriffen, ja, Sie werden, ich denke, die Problematik, die 1995 beschrieben wurde, die Frage der Grenzwerte, ich habe persönlich erlebt, wie in der Frage der PCB-Belastung fünfmal die Werte abgesenkt wurden. An dieser Frage wird deutlich, und zwar von 60 auf 45, auf 25, auf 15, auf 10. Das heißt, Sie sehen an dieser Frage binnen 10 Jahre, das sind relative Werte. Sie werden von Menschen bestimmt und Sie bestimmen, wir bestimmen im Rahmen von Interessensgegensätzen die tatsächlichen Referenz- und Grenzwerte. Mir ist das ganz wichtig, weil es da auch, das sind menschengemachte Schädigungen, die wir setzen. Und es kommt mir darauf an, dass diese menschengemachte Schädigungen eben, dass wir das tun, was wir an Reduktion leisten können. Sie werden also von gegensätzlichen Interessensgruppen bestimmt, diese Referenzwerte, um durch Umweltschutzmaßnahmen durchzusetzen oder zu verhindern. Sie berücksichtigen die individuelle Ansprechbarkeit nicht, sie berücksichtigen Kombinationseffekte nicht und sie berücksichtigen die Gesamtbelastung des Individuums nicht. Und ganz klar, wenn die Patienten kommen ja in der Regel mit unklaren Beschwerden zu uns, ganz klar mit Beschwerden, die wir zunächst oft nicht einordnen können. Und trotzdem, hier gibt es ein paar Fragen, die wir an jeden Patienten stellen müssen. Ich denke, eines der wichtigsten Fragen: Besteht ein zeitlicher Zusammenhang mit einer Belastung und den jetzt geklagten Symptomen, beispielsweise Umzug und Renovierung? Klagt der Patient über einen Leistungsknick? Ganz wichtig, auch sonst im Rahmen der Umweltmedizin, bestätigen etwa Bezugspersonen diesen Leistungsknick? Bessern sich die Symptome nach Umgebungswechseln und treten noch Symptome bei Menschen im saisonalen Umfeld auf? Nicht zuletzt treten die Beschwerden tageszeitlich oder saisonal getrennt auf. Das sind Fragen, die wir jedem Patienten stellen müssen und die einfach bedeuten, wie schwierig diese Frage und wie aufwendig das ist. Aber das ist Ihnen ja bekannt. Und trotzdem, es gibt so Symptome, ich habe nochmal auf dieses Buch zurückgegriffen von Herrn Neubauer, sehr dankbar, dass er so logisch und klar dargestellt hat. Infektanfälligkeit, einer der Leitsymptome, Reizungen des Nasenrachenraums, häufige Sinusitiden bei fast allen Pestiziden oder bei allen, ständige Müdigkeit, rasche Ermüdbarkeit als zweites wesentliches Symptom, herabgesetzte Konzentrationsfähigkeit und reduzierte Gedächtnisleistung, viel zu unterschätzt und auch nachweisbar objektivierbar, motorische Ungeschicktheit, diffuse Schmerzen von Knochen, Gelenken und Weichteilen. Es sind eben unspezifische Symptome und trotzdem versuchen wir natürlich, können wir da ein Stück Ordnung hineinbringen. Weitere Symptome, sekundär aber die Kopfschmerzen, Augenbrennen, Magen-Darm-Beschwerden, Ruhelosigkeit, innere Unruhe. Und die typischen Symptome sind eben Schleimhautreizung, Reizung der Schleimhäute und der Atemwege, mögliche Ursachen,
die Hauptpestizide, PCP, Formaldehyd, Lösungsmittel natürlich nicht. Störung des Nervensystems, der zweite, meiner Ansicht nach besonders gewichtige Teil, bei PCP, Lindan, Lösungsmittel, Pyrethroiden, ich werde darauf nachher noch zu sprechen kommen, Erkrankungen der Haut, mögliche Ursachen, PCP, PCB, Formaldehyd, chronische Schmerzen, eine eigene Symptomatik und ein eigenes gewichtiges Problem und Erkrankungen auch des Reproduktionssystems, Infertilität, Nachlassen der Spermien, ein Problem, das ja gestern andiskutiert wird, aber nicht ausdiskutiert. Vor allen Dingen hilflos stehen wir diesem Problem noch gegenüber. Mir ist es ein ganz wichtiges Anliegen, und das versuche ich als Internist mit jetzt allerdings Schwerpunkt Umweltmedizin. Ich war lange zu meinem persönlichen Leben, ich war lange Dialysearzt. Also ich komme aus der Organmedizin und ich bin über die Frage der Holzschutzmittel über Harnwegsinfekte auf diese Problematik gestoßen. Es gibt Gemeinsamkeit denn mit den chronisch degenerativen Entzündungsprozessen. Dies ist mir wichtig. Mir ist es deswegen wichtig, um auch aus der Frage, dass wir ein Sonderkapitel der Medizin da repräsentieren, das stimmt nicht. Wer genau dahin sieht, wir haben eben chronische pathologische gemeinsame Prozesse, die Arteriosklerose, Interleukin 6 erhöht, viele wissen es, C-reaktives Protein erhöht, Tumornekrose Faktor Alpha erhöht. Herzinsuffizienz, Interleukin 6 erhöht, Tumornekrose Alpha Faktor erhöht. Diabetes mellitus, vielen nicht bekannt, Tumornekrose Faktor Alpha erhöht. Entzündliche Darmbekannten, Erkrankungen klar, Tumornekrose Faktor Alpha erhöht. Renale Erkrankung, Tumornekrose Faktor Alpha 1, 6, Interleukin 1 und 6 und 8 erhöht. Das heißt, wir haben hier, und darauf möchte ich also gleich noch hinaufkommen, wir haben auch zwischen den Pestiziden, Pyrethroiden und polychlorierten Biphenylen, da werde ich noch ein paar Sätze dazu sagen, weil es mir besonders wichtig ist, Gemeinsamkeiten, pathologische Gemeinsamkeit im Rahmen der inneren Medizin. Und chronische Entzündungen, sie können eben auch auf viraler Basis bis zum hepatozellulären Karzinom führen. Und da sind natürlich auch die Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert werden, wenn wir mit gutachterlichen Fragen zu tun haben. Es gibt also aus der praktischen, und ich habe ja den Auftrag, heute über die Klinik zu sprechen, es gibt aus meiner Sicht zwei Gewichtungen. Einmal die Frage des Immunsystems, der vermehrten Leitsymptome, vermehrte Infektanfälligkeit. Und da gibt es ein zweites von besonderer Bedeutung, das sind die neurologischen Beschwerden mit Konzentrationsstörungen, rascher Ermüdbarkeit, oft lange unklar und den peripheren Neuropathien. Wobei zu sagen ist, dass die peripheren Neuropathien in forensischen Fragen so gut wie nicht anerkannt werden. Wir haben hier also eben auch die Frage der Neurologie immer mit zu berücksichtigen. Leider fehlen oft die Neurologen, die dabei mitziehen. Und Entzündung ist eben nicht nur ein immunologisches, eine Überempfindlichkeitsreaktion, eine direkte Reaktion, sondern auch oft nicht immunologischer Art. Auch ein Beispiel, ein besonders deutlicher Art ist der erhöhte Histamingehalt. Ich komme nun zu den Pestiziden, über die ich sprechen soll. Die Frage Pentachlorphenol, vielen von Ihnen bekannt und vielen auch eine Altlast, aber machen wir uns nichts vor, wir haben heute noch immer wieder mit Pentachlorphenol zu tun. Ich weiß, es ist abgehakt für viele, weil es seit 1990 verboten ist und trotzdem, sie kommen jetzt wieder durch die Öffnung, durch die Globalisierung neu in unser Land hinein. Ich habe 200 Fälle ausgewertet. Die klinische Symptomatik war bei den von mir ausgewerteten Patienten, natürlich ist das keine repräsentative Statistik, bei 200 Patienten, 45% klagten über Konzentrationsminderungen, 34% klagten über Infekte, chronische Bronchitiden, 18% klagten über Schleimhautreizungen. Mich hat überrascht, dass insbesondere also die Frage der Konzentrationsminderung so eine große praktische Bedeutung haben.
Und ich habe gemeinsam mit dem Institut für Transplantationsimmunologie haben wir diese Patienten immunologisch untersucht. Und da hat sich herausgestellt, dass bei PCP-Blutspiegeln über 20 Mikrogramm 71% der Patienten einen veränderten Lymphozytenstimulationstest hatten. Die PCP-Blutspiegel waren negativ assoziiert mit der absoluten Lymphozytenzahl, mit der Relation mit einer Verminderung des CD4-CD8-Ratio, mit einer Erhöhung der Zahl der Monozyten und mit einer Erhöhung von Interleukin 4 und ebenfalls mit einer Erhöhung von Plasma-Neopterin. Das heißt, diese Problematik, sicher eine Altlast für viele, manche meinen auch, es wäre abgehakt, sie ist aktuell noch nicht mehr ganz in dem Ausmaß, wie es war, aber sie ist nach wie vor da. Und um nur deutlich zu machen, in einer Familie, einer Försterfamilie, habe ich die unterschiedlichsten Reaktionen gesehen. Eltern hatten einen ganz langsamen Abbau, ein Kind hat einen sehr raschen Abbau. Die übliche Verweildauer heißt Halbwertszeit halt 21 Tage. Das heißt, in derselben Familie genetische Disposition, rascher und nicht rascher Abbau von Pentachlorphenol. Es gibt ein zweites Pestizid, das seltener erwähnt wird, Hexachlorbenzol bei Kunststoffen und ebenfalls im Einsatz bei Weizen, sehr häufig eingesetzt. Akkumulation im Fettgewebe, chronische Intoxikation, immunotoxisch, neurotoxisch, langfristige Schädigung kennen wir nur kaum, weil es kaum bekannt ist. Was aber nachgewiesen wurde, war eine Erhöhung von Interferon Gamma, das heißt auch hier proinflammatorische Werte. Und ein weiteres, und das, was man lange geglaubt hat mit DTT und seinen Metaboliten, DTT, zu meiner Überraschung habe ich noch in meiner Praxis 49 Patienten in den letzten 3 Jahren auswerten können. Und hier gab es eine lineare Regression zu Interleukin, also antiinflammatorisch. Das heißt, eine Entzündung wird nicht begrenzt. Und das ist auch eine interessante Beobachtung. Das heißt, auch hier haben wir eigentlich eine Altlast, die verboten ist, die aber neu rüberkommt zu uns, mit denen wir früher überhaupt die eigentlich gedacht haben, sie wäre inhaltlich erledigt, sie ist nicht erledigt. Und auch hier haben wir dasselbe Prinzip, eine vermehrte Inflammation mit Verminderung der Abwehrlage. Das heißt also, auch zu den chronisch-internistischen Krankheiten gibt es eben Parallelen. Lindan, auch das eine Substanz, die man weitgehend als abgeschafft betrachtet, durch in der DDR verboten, aber in der ganzen Kleingartenbewegung der DDR heute noch permanent vorhanden. Kontaktinsektizid, Pflanzenschutzmittel, neurotoxische Beschwerden. Man muss vor allen Dingen bedenken, dass es sehr häufig mit Pentachlorphenol und mit polychlorierten Biphenylen gleichzeitig verwendet wird. Schwindel, Konzentrationsminderung, Übelkeit und immunotoxisch Schleimhautreizung. Ein additiver Faktor, den wir in erheblichem Umfang berücksichtigen müssen. Also Lindan überall und ubiquitär, wieder seit der Öffnung und unsere Gott sei Dank gemeinsame Nation, aber wir haben es wieder unter uns. Jetzt eine Substanz, über die sehr kontrovers diskutiert wird und die ein Problem besonderer Art darstellt, sind die Pyrethroide. In der Frage, wie ersetzen wir die Holzschutzmittel, haben die Pyrethroide eine große Bedeutung gewonnen. Ich habe auch einen Fall, den ich nachher vorstellen werde, ein Insektizid, Motten, als Insektizid wohl bekannt, Mottenfraß, Kopf und Körper und Gleiterläuse werden damit effektiv behandelt, ganz klar, Schleimhautreizung, rezidivierende Erkältung und neurotoxisch, das muss man, und da geht darüber die Kontroverse, ist diese Substanz reversibel oder nicht reversibel? Ganz klar, hier findet auch in der klassischen Medizin oder zwischen uns, den Umweltmedizinern und der klassischen Medizin, eine harte Auseinandersetzung statt, weil wir vertreten, und ich auch vertrete, nein, ich bin da nachgeordnet, also wir die Position vertreten, es sind irreversible Schädigungen, vor allen Dingen, weil es in der Regel auch
in Kombination mit Organophosphaten zusammen eingesetzt wird, mit Gedächtnisstörungen, mit Myasthenie, mit irreversibler Myasthenie und Müdigkeit. Dass das Einzelfälle sind, ist mir klar. Aber dass diese Fälle tatsächlich beobachtet werden, ist für mich evident. Und hier möchte ich ganz klar sagen, das ist ein Konflikt bei Pyrethroiden, der nicht ausdiskutiert und nicht zu Ende diskutiert wird, weil die Frage, sind das irreversible Schäden, sind sie reversibel, nicht derzeit nicht abschließend beantworten kann. Meine Beobachtungen, ich möchte Sie sprechen dafür, dass es irreversible Beschädigungen sind. Was ich hier nochmal sagen wollte, die immunologische, die Frage des Entzündungsgeschehens ist sicher, was Pestizide betrifft, eine Gemeinsamkeit mit vielen chronisch-internistischen Erkrankungen. Noch ein Satz zu PCB-Belastung. Ich hatte es nicht als Auftrag, aber wir haben darüber geredet, Herr Schnarrenberg, es ist eine wichtige Sache. PCB-Belastung ist zwar verboten, aber ubiquitär in zig Schulen in Deutschland noch vorhanden. Überall werden wir konfrontiert mit der Altlasten der PCB-Belastung. Und wenn Sie da genau hingucken, wissen Sie, dass das ein immanentes Problem ist. Mir ist also eine Schule in Baden-Württemberg.